Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diesen Lanz Bulldog D9506 vorstellen und es geht dann natürlich auch gleich los. So, hier im Shop angekommen, sehen wir hier unseren Lanz D9506. Der kostet 12.500 Euro. 39 km/h soll das schnell sein, 50 Liter Tankvolumen, 45 PS soll er haben. Das entsprechend 33 kW und 95 Euro Unterhalt. Schauen wir mal, was man machen kann. Ja, wir können ihn hier optimieren. Kabine, mal schauen, für 500 Euro, da gibt es mehrere Varianten. Das werden wir uns dann nachher noch gemeinsam anschauen. Jetzt schauen wir uns das gute Stück mal so an. Ich finde, der sieht ja nicht schlecht aus. Der ist umgeskinnt worden von einem Ursus. Das muss ich noch mal ganz kurz schauen, dass ich nicht das Falsche sage. Ursus C45 ist er umgeskinnt worden. Und ich finde, der sieht ja nicht schlecht aus, wenn man hier sich das hier anschaut. Passt irgendwie ganz gut. Mir gefällt eigentlich sowas auch ganz gut hier, wenn man sich sowas anschaut. Ja, dann steigen wir mal ein und starten mal das gute Stück. Klingt echt kammermäßig sowas. Habe ich als Kind auch schon oft gehört, sowas. So, schauen wir mal hier, ob sich da irgendwas tut von den Lenkgestängen her. Ja, da sieht man hier die Stange, die geht vor und zurück. Das ist gut gemacht. Es geht hier in die Mitte so her irgendwie. Hat sogar Blinker nachgerüstet. Schauen wir mal, die Blinker, ja, hinten, die funktionieren genauso. Dann steigen wir mal aus. Das müssen wir uns genauer mal anschauen. Täuscht das oder wie? Ob der Reifen da reinkommt? Ist wirklich schwer zu sagen. Also, weiß nicht, bin ich ganz wach oder was? Muss man so mal schauen. Ja, da geht jetzt leider der Reifen, wie man sieht, hier hinten durch die Lichter durch. Schade irgendwie. Dann schauen wir mal drin hier, ob da irgendwie Kontrolllampen funktionieren. Nein, jetzt gehen wir wieder in die Außenansicht. Das Lenkrad, das funktioniert, wie wir sehen. Coole Hupe, Typenschild haben wir auch vorne. So, dann schauen wir mal das normale Licht, ja. Da an der Seite haben sie es auch nachgerüstet, hinten her, ja, das passt auch ganz gut. Lichtkegel. Haben wir vorne, ja, fahren wir mal zur Wand ran. Cool jedenfalls, wie der hier tut. Haben aber jetzt nur einen, also müssten nun mal so zu sehen sein, dass es zwei sind. Aber dann fahren wir jetzt mal. Boah, der Sound, der ist hammermäßig, ja. Dann testen wir jetzt gleich mal hier die Kupplungen. So. Ja, sehen wir hier auf der Schiene hier, da kannst du sogar einen Kugelkopf anbringen, was ein bisschen unrealistisch ist. Dann schauen wir mal die Reifenspuren. Vorne macht da halt leider auch große Spuren. Haben wir irgendwie einen normalen Hänger, haben wir nicht da jetzt. Da müssen wir auch erstmal kaufen. Dann nehmen wir uns hier den Brandner, der gefällt mir immer relativ gut. So.
Also das mit dem Rauch, das ist ganz gut gemacht worden. Dann mal auch vorne, da müssen wir nachher nach vorne schauen. Weil das ist wirklich echt gut gemacht, so ja. So, da sind wir jetzt hier. Der Attacher passt. Nachteil ist wirklich, dass mit den Rückleuchten. Immer sehen, also vorne, das funktioniert leider nicht. Hängt da nicht an. Jetzt gehen wir mal hier in die, dass wir uns das hier anschauen. Also vorwärts, mal geben wir mal Gas. Also 38 km/h haben wir drauf. Also umfallen tut es ja auch nicht. Schauen wir uns jetzt die Achse vorne an. Hat er jedenfalls einen echt geilen Sound. Schauen wir mal. Leider muss man sagen, die Achse funktioniert nicht. Rückwärts 12 km/h. Wahnsinn. Die Hupe erinnert mich hier an die Woltens, ja. So, jetzt gehen wir mal in die Optionen rein, schauen uns mal an, was hier Kabine 2 konfigurieren. Jawohl, jetzt haben wir hier, haben wir jetzt ein Grün da stehen. Okay. Müssen wir rüber gehen, so. Dann sehen wir hier vorne die Textur. Passt auch ganz gut. Mir gefällt die Farbe so her nicht schlecht, muss man wirklich sagen. Dann haben wir hier Kabine 1 für 1000. Haben wir jetzt vielleicht wirklich. Ja, jetzt haben wir wirklich eine Kabine oben stehen. Kommt echt gut. Hier sogar mit Werkzeug drauf. Schauen wir mal durch, wie das hier innen drin ausschaut. Haben wir sogar einen Scheibenwischer. Mal schauen, ob wir den einschalten können. Nein, steht hier nichts da. Schade irgendwie. Aber ist ja nicht schlimm. Ne, das regnet jetzt eh durch. So, was haben wir als nächstes? Dann haben wir Kabine 2 für 1500. Okay. Mir fällt jetzt gar nichts auf, was jetzt da anders ist. Naja, egal. So, was haben wir dann da? Und jetzt ist Kabine 1 wieder. Mal schauen, ob das jetzt gleiche ist wie vom vorigen. Jo, das ist eigentlich dann schon alles gewesen. Ja, wenn dir das Video natürlich gefallen hat, dann schau es natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.